gedacht. Hallo, Emily. Hey, hey, Diesel. Deine Rohre klappern echt ganz schön laut. Klickidi. Klar. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen, die Rohre klappern so laut. Ich sagte, deine Rohre klappern ganz schön laut. Was? Huh? Ich muss ganz schnell weg von dem Krach. Ach so, du willst ein Wettrennen? Dann mal los! Ich will nicht um die Wette fahren. Ich möchte bloß schnell irgendwo hin, wo es stiller ist. Mir entkommst du nicht, Thomas. Das werden wir ja sehen. Hey, wo fährst du hin? Zum Hafen von Brandon. Die ruhige Strecke. Ah, diese Stille. Es ist so friedlich. So holprig. Langsamer werden. Zu laut. Ich habe leider keinen Bremswagen. Rosen sind rot. Veilchen sind blau. Ich bin Teil eines Zuges. Bist du das auch? Sie schlafen immer noch? Wow. Wenn sie davon nicht wach geworden sind, dann kann sie nichts aufwecken. Eine kleine Abkühlung. Oh, wie schön. Ich könnte einen Schluck Tee vertragen. Zu früh gefreut. Ich muss ratzfatz ins Trockene. Da vorne ist ein Tunnel. Ja. Wenigstens ist es in dem Tunnel still. Huh? Was ist das? Keine Ahnung. Nein. Sch, 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 sch. Wie soll ich auf ein Signal antworten, ohne zu pfeifen? Mit Licht. Licht macht keinen Lärm. Hallo, Percy. Hallo, Thomas. Sag mal, warum flüstern wir? Ich bringe Annie und Claribel zum Hafen, während sie schlafen. Voll cool. Und wie läuft's bis jetzt? Es ist schwieriger, als ich dachte. Wenn du willst, kann ich dir mit meinem Glücksglöckchen helfen. Das ist eine super Idee. Aber nicht vergessen, wir müssen super extra leise sein. Kein Problem, ich bin so leise wie ein Mäuschen. Hallo, Thomas. Hallo. Du hast im Tunnel gar nicht gepfiffen. Alles in Ordnung? Gordon hat mir verboten, auf der Strecke zu pfeifen. Willst du mal hören? Hört sich cool an. Also wenn du mich fragst, ich finde, du kannst beides. Deine Fracht zum Ziel bringen und pfeifen. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, Gordon will nur nicht, dass ich daran Spaß habe. Das ist ein wenig so wie beim Hindernisparcours heute Morgen. Ach so, deswegen waren plötzlich alle weg. Du hast Angst, den Berg raufzufahren. Das stimmt. Riesengroße. Und ich weiß auch wieso, weil es dir keinen Spaß macht. Ja, ich finde es doof. Jetzt weiß ich, warum du mein Looping nicht magst, weil er so ist wie ein hoher Berg. Ja, ganz genau. Dann war mein mega spitzenmäßiger Superlooping für dich wie ein mega spitzenmäßiger... mega grottenschlechter. Oh, Percy, ich wollte dir doch damit keine Angst machen. Das ging ja nicht nur mir so. Was? Bis später, Thomas. Percy, warte! Du schaffst das. Du schaffst das. Hey, Kana. Jetzt nicht, ich brauche volle Konzentration. Die Kurven sind schwierig für mich. Ach so, natürlich, so wie die Zickzackzone. Die engen Kurven müssen enorm schwierig für dich gewesen sein. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, es tut mir leid. Mach's gut, Tanne. Entschuldige. Warte. Oh! Ich sag doch, Schlamm macht Spaß. Ist gar nicht so eklig, wie ich gedacht habe. Ach so, ich verstehe. Darum bist du in den Schlamm gesprungen und nicht darüber hinweg. Hä? Jetzt habe ich es endlich begriffen. Die Spielregeln waren toll für mich, aber nicht alle haben Spaß an denselben Spielen. Und ich weiß auch schon, wie ich das wieder gut mache. Hallo Leute, ich habe eine Riesenüberraschung für euch auf dem Hindernisparcours. Los, kommt mit! Ich... Ich kann nicht. Ich muss meinen Schornstein ausbürsten. Ich kann auch nicht. Ich muss meine Batterie aufladen. Und wenn ich euch ganz lieb bitte und eine Tube Schmierfett spendiere? Also gut, Thomas. Dann sehen wir uns die Überraschung mal an. Tada! Der neue, verbesserte, einmalige, super tolle Hindernisparcours. Mir ist klar geworden, dass jeder an etwas anderem Spaß hat. Ja, und weil das so ist, ist dieses Mal für jeden etwas dabei. Seht's euch an! Oh, ich bin's euch da! Juhu! Gefällt dir die neue Rennzone? Sie ist elektrisch! Ihr wart noch nicht hier, stimmt's? Ich bin Sandy. Kann ich euch irgendwie helfen? Psst, wir sind's. Thomas und Percy. Wir sind Geheimagenten. Cool. Toll, wie ihr euch verkleidet habt. Danke. Wir wollten fragen, ob du vielleicht Geräte hast, mit denen man im Dunkeln besser sieht. Und ob ich sowas habe. Shh. Wir sind mit einem Geheimauftrag unterwegs. Ach so, stimmt. Fahrt mir nach. Nein, hier ist es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Na bitte, da hab ich's doch. Hä? Tada! Jetzt könnt ihr mit euren Schornsteinen Geheimbotschaften senden. Versucht es mal. Das heißt? Achtung, Dinosaurier auf der Strecke. Ja, das erkennt man wirklich sofort, Thomas. Außerdem habe ich Tanks angehängt mit extra super glitschiger Pampe. Falls ihr beide mal schnell die Kurve kratzen müsst. Ui! Seht ihr? Echt cool! Und jetzt kommt das allersupergeheimste Gerät von allen überhaupt. Hä? Was ist das denn? Naja, es ist so super geheim, dass nicht mal ich es weiß. Aber es ist wirklich nur für einen richtig echten Notfall. Danke, Sandy. Jetzt sind wir auf alles vorbereitet. Ja, ich bin sehr froh, dass wir hier waren. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Bereit, Agent 006? Ja, bereit, Agent Nummer 1. Danke, dass ihr Sandys tollen Extraklasse Supergeheimdienstgeräteservice nutzt. Weißt du was? Wir machen die Scheinwerfer aus und probieren, ob wir am großen Bahnhof vorbeikommen, ohne dass uns jemand sieht. Die Scheinwerfer ausmachen? Also gut. Auf leisen Rädern. Oh Mann, das war vielleicht knapp. Das macht total Spaß, Tom. Ich meine Agent Nummer 1. Riesenspaß, Agent 006. Sag mal, Thomas, bist du dir wirklich sicher, dass wir unsere Verkleidung nicht mehr brauchen? Wenn's dunkel ist, sieht uns sowieso keiner. Ach so, ja, wenn's dunkel ist. Ah! Thomas, was ist das für ein Geräusch? Nichts, wovor du Angst haben musst, Percy. Siehst du? Es ist nur eine rostige Wetterfahne. Weißt du, Percy, wir Geheimagenten sind nicht nur unsichtbar, man darf uns auch auf keinen Fall hören. Mal sehen, ob wir den Hof überqueren können, ohne... Jetzt schafft Thomas es nicht mehr, mich zu besiegen. Was? Ah! Moment, ich fahre in die falsche Richtung. Thomas, fang! Danke, Leute. Nächster Halt Recyclinghof. Zeit, einen Gang zuzulegen. Los, Thomas! Halt deinen Schornstein fest. Hurra, Diesel ist wieder da. Ich gebe Gas. Ich lege los. Schon fällt der Sieg mir in den Schoß. Das hält ihn bestimmt auf. Aber... Also dann, wir sehen uns auf dem Recyclinghof. Ich gebe Gas. Ich lege los. Oh Mann, wie schaff ich das bloß? Das geht aber schwer. Oh nein! Nein! Meine Waggons! Huch! Das war knapp. Ah! Sorge, Thomas. Ich habe die Weiche gestellt, um deine Waggons zu stoppen. Carly, die Schienen hören da einfach auf. Ups. Das heißt, die Fahrt ist gleich für mich zu Ende. Oh nein! Du steckst sozusagen im Schlammmassel. Na los, wir helfen dir wieder auf die Schienen. Das hilft mir auch nicht mehr. Diesel hat schon so viel Vorsprung. Ich gewinne das Rennen sowieso nicht. Was soll's, ich bin wohl doch nicht mehr die Nummer 1. Für mich bist du immer noch die Nummer 1. Man kann auch eine Super-Lok sein, ohne etwas zu gewinnen, Thomas. Außerdem hast du doch auch Gordon versprochen, dass du seine Ladung ablieferst. Wisst ihr was? Ihr habt recht. Ich habe das große Thomas-Ehrenwort gegeben und das halte ich auch. Ich gebe Gas, ich lege los. Weil man Versprechen halten muss. Wir geben Gas, wir legen los und schieben bis zum Schluss. Vielen Dank nochmal, Leute. Hallo, Carly. Hallo, Sandy. Du hattest neue Schienen bestellt? So ist es. Wenn du mir bitte folgen würdest. Schienen verlegen. Schienen verbinden. Schienen befahren. Danke. Die Aufgabe war schwerer, als ich gedacht habe. Und wie gut, dass ihr da wart und mir helfen konntet. Noch sind wir nicht am Ziel. Na, dann wollen wir mal wieder. Auf zum größten Sandberg von Sodor. Carly, kommst du mit? Sowas muss man einfach gesehen haben. Und wer weiß, vielleicht brauche ich unterwegs nochmal Hilfe. Ich habe sogar noch ein paar Schienenstücke dabei. Auf zum Eve! Wisst ihr, was ich als erstes mache, wenn wir beim Sandberg ankommen? Ich baue die sandigste Sandburg der Welt. Und was ist mit euch? Ich fahre meinen Kran aus, um zu sehen, ob der Berg so groß ist wie ich. Wetten, der Sandberg ist viel, viel größer. Und Thomas, was machst du? Thomas? Sind wir schon da? Ja, fast. Wir müssen nur noch über einen Berg. Allerdings über einen steilen Berg. Ist nicht der beste Moment, um heiß zu laufen beim Schleppen dieser Sandladung. Es wird alles gut. Ich kann dir zur Kühlung einen Ventilator bauen oder einen netten, gemütlichen Schuppen für ein Nickerchen. Oder ich lese dir meine allerliebste Gute-Nacht-Geschichte vor. Die klitzekleine Flitzerlok. Das ist nicht nötig. Ich habe nur ein wenig Durst. Ansonsten ist alles gut. Seht mal, dort drüben steht ein Wasserspeicher. Bin schon unterwegs. Sandy, du musst nicht immer alles allein machen. Auch wenn du gerne helfen möchtest. Kein Ding, Thomas. Bin gleich zurück. Vorsichtig, Sandy, Vorsicht! Der Wasserspeicher kippt um! Keine Sorge, ich hab's gleich geschafft! Sandy, pass doch auf! Das ist ein echter Wasserspritzbereich. Jedenfalls habe ich keinen Durst mehr. Und du hast jede Menge Wasserreserven für unterwegs. Problem gelöst. Aber Thomas transportiert kein Wasser. Er transportiert Sand. Auch das noch. Das Wasser hat matschigen Schlamm aus dem Sand gemacht. Bis wir auf dem Recyclinghof ankommen, ist er wieder trocken. Los, fahren wir. Warte, du kannst nicht den Berg hochfahren, weil du dann den Sand verschüttest. Und was sollen wir jetzt tun? Das ist alles meine Schuld. Ich dachte, ich bin dir die allerbeste Hilfe der Welt und nicht die, die Ladung ruiniert. Das ist doch Unsinn. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Wir bleiben einfach hier stehen und warten, bis er trocken ist. Ja, wir warten einfach. Also ich sehe nicht eine einzige Kuh. Ich diesmal auch nicht. Versuchen wir es mit Moon, so wie heute Morgen. Wenn sie uns antworten, ist es leichter, sie zu finden. Ich höre was, was du nicht hörst. Mu! 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 Das hab ich gehört. Mu? Das kommt von da drüben. Seit wann muhen Traktoren? Tun sie nicht, aber Kühe schon. Hurra! Wir haben sie! 4 Kühe gefunden, 6 fehlen noch. Mit nem Mumu hier und nem Mumu da. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mumu. Da das habe ich gehört. Da ein Mu, überall ein Mumu. 5 Kühe und 6 Kühe gefunden. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mumu. 7 Kühe gefunden. Mumu. 8 und 9 Kühe gefunden. 10 Kühe gefunden. Das war die letzte Kuh. Und jetzt ab nach Hause. Wir sind wieder da. Ihr kommt genau richtig. Das Gatter ist repariert. Die Kühe können nicht mehr weglaufen. Langsam und vorsichtig. Na los, Kühe. Ihr könnt runterkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein Percy noch. 10! Juhu! 10 Kühe. Sehr gute Arbeit. Ihr habt alle hergebracht. Ihr müsst sehr gut auf die Kühe aufgepasst haben. Eigentlich haben wir das spielend gemacht. Ihr habt das spielend gemacht? Ja, wir haben Spiele gespielt, die uns eine riesengroße Hilfe waren. Das hat offenbar ganz gut geklappt. Wo wir gerade bei Spielen sind. Wer singt mit mir auf dem Weg nach Hause? Old MacCole hat eine Farm. Ich auch. Nun, ich könnte ja notfalls auch mitsingen. Old MacCole hat eine Farm. I-I-I-O. Und auf der Farm, da gibt es Kühe. Wir singen vielleicht besser nicht von Kühen. Und Hühnern? Perfekt. Mit nem Lackgack hier und nem Lackgack da. Oh nein, es fängt jeden Moment an zu regnen. Aber die Rakete ist noch nicht fertig. Wo bleibt denn nur Thomas? Da ist er, er kommt. Und seht mal, er bringt die Raketenspitze mit. Super, Thomas! Captain Thomas an Bodenkontrolle. Ich habe wirklich den Tag gerettet. Dann legen wir mal los. Hurra! Die Rakete ist fast fertig. Ja! Und ich bin so froh, dass ich doch noch was Wichtiges hergebracht habe. Meinst du die Raketenbatterie? Nein, ich meine die Raketenspitze. Thomas, ohne die Batterie kann die Rakete nicht starten. Sie versorgt alles mit Strom. Wow, die Batterie ist total wichtig. Jedes Teil ist wichtig, Thomas. Und jeden Moment bricht ein Unwetter los. So ein Mist. Dann fällt der Start ins Wasser. Nicht, wenn ich rechtzeitig die Batterie herschaffe. Und dieses Mal mache ich das mit Lichtgeschwindigkeit. Nein, vielleicht bin ich doch nicht schneller als der Sturm, obwohl ich mit Lichtgeschwindigkeit fahre. Du hast Riesenglück, dass du eine Freundin hast, die die schnellste Lok auf Sodor ist. Und weil das so ist, kriegst du von mir Raketenbeschleunigung. Wow, wir sind super, super schnell. Fliege! Dieses Mal fliege ich wirklich. Und jetzt nichts wie ab zum Raketenstart. Schalte um auf Lichtgeschwindigkeit. Meint ihr wirklich, Thomas schafft es noch vor dem Regen? Keine Chance. Moment, habt ihr das gehört? Thomas! Nein! Oh, Mondgestein! Nein! Er hat zu viel Fahrt drauf! Achtung, Thomas! Die Rakete ist im Laternenflug! Oh nein! Es regnet! Jemand muss auf den Countdown-Knopf drücken. 10, 9. Drück nochmal! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Start! etwas, was du nicht siehst, und das ist sowas von super hügelig. Sind das etwa die hügeligen Gleise? Oh, oh, die sind aber echt hügelig. Bekommen wir denn da keine Schwierigkeiten mit unserer schweren, sperrigen Ladung? Du wirst sehen, gemeinsam wird das ein Kinderspiel. Es ist schon ein bisschen holprig hier. Glücklicherweise fährt unser Team langsam. Hey Percy, ich würde auch gern mitspielen. Ich sehe was. Wow. Wow, ich finde, diese Strecke hat richtig Spaß gemacht. Ja, du hattest recht. Die Strecke ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man schön langsam fährt. Wartet! Fahr doch bitte langsamer. Ich glaube, die haben uns nicht gehört. Ich meinte dich, Thomas. Wow. Rostige Radspeichen. Ah! Komm schon, na komm schon, jetzt leg doch mal deinen Zahn zu. Ah! 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 Oh, das war echt knapp. Ja, das war knapp, aber irgendwie auch total spannend. Weißt du, wir sollten wirklich vorsichtiger fahren, wenn wir das Häuschen heil abliefern wollen. Ja, du hast recht. Ich habe nur an Percys Spiel gedacht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was du nicht siehst. Wir könnten sie einholen, wenn wir durch den Tunnel fahren. Los, ja, komm! Dann los! Ich weiß eigentlich gar nicht, was du willst. Wir könnten doch selbst Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Also, ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz und weiß. Ist es das Stinktier? Stinktier? Ein riesenwiderlicher Gestank von so einem kleinen Stinktier. Aber du solltest mal sehen, was für ein Gesicht du ziehst. Was? Mein Gesicht? Dein Gesicht erinnert mich an ein grünes Gespenst. Hm? Los, komm noch. Können wir es schaffen, Percy einzuholen? Wow. Das alte Bergwerk ist noch viel älter und bergwerkiger, als ich gedacht habe. Und dunkler. Und unheimlicher. Ja, natürlich. Gut, dass ich Percys Glöckchen habe. Denn mit dem Glücksglöckchen kann mir überhaupt nichts passieren. Also, auf geht's. Das war knapp. Was? Gut gegangen. Alles gut. Oh, hoppla. Der Bahnsteig. Ich hab's geschafft. Thomas! Vielleicht gibt es wirklich keinen Boden. Ich hab's geschafft. Ich hab's durch das Bergwerk geschafft. Und das verdanke ich nur dem Glücksglöckchen von Percy. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Heute kann mir nichts passieren und meine Angst ist weg. Nichts hält mich auf, denn ich hab Percys Glocke im Gepäck. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Höhlenmonster, kaputte Schienen, ist alles kein Problem. Mit dieser Glocke ist es selbst im Bergwerk sehr bequem. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Percy hat sie mir geliehen für meinen Ausflug hier. Ich bin sein Freund, drum pass ich auf, dass ich sie nicht verliere. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke... Oh, oh! Puh. Oh nein! Percys Glücksglöckchen! Oh, und ich Ich habe Percy mein großes Thomas-Ehrenwort gegeben, dass ich auf sein Glöckchen aufpasse. Oh, und das habe ich nicht. Was mache ich denn jetzt nur? Ich sag Percy einfach die Wahrheit. Dann wird bestimmt alles wieder gut. Hä? Und was mache ich, wenn ich kein Glück mehr habe? Langsam, Räder, langsam. Ich bin ein echter Pechvogel, denn die Glocke, die ist weg. Wirklich ein herrlicher Tag für ein großes Abenteuer. Halt, wartet auf mich! Was hast du denn alles dabei? Bei Abenteuern sollte man auf alles vorbereitet sein. Wir fahren nur in ein Bergwerk, Percy. Den Schnorchel habe ich, falls das Bergwerk überflutet wird und wir unter Wasser sind. Und was ist das? Eine Gespensterabschreckmaschine, falls es in dem alten Bergwerk spukt. Wenn ich darauf vorbereitet bin, habe ich keine Angst. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch die Kristallhöhle finden. Die anderen werden bestimmt Augen machen, wenn die kleine Sandy vor ihnen da ist. Du meinst ja wohl, dass Sandy und Diesel vor ihnen da sind. Natürlich. Da wären wir. Jetzt brauchen wir die Karte. Also dann, geradeaus. Ich habe gewusst, dass es im Bergwerk dunkel und unheimlich ist. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Wie lange dauert's noch? Sind wir bald da? Weiß ich nicht genau. Die alte Karte ist schwer zu lesen. Alles in Ordnung? Vielleicht fahren wir lieber wieder nach Hause. Percy, komm her und schau dir das mal an. Welche Strecke sollen wir nehmen? Es ist so finster hier, ich kann die Karte kaum noch lesen. Seht mal, wir müssen da lang. Auf geht's, großer Abenteuerclub. Oh ja! Wieso habe ich mich nicht für den kleinen Abenteuerclub entschieden? Dranbleiben, Diesel. Was ist los? Du bist klein und leicht. Du musst keine Angst haben, dass die Brücke unter dir einstürzt. Das war's dann. Es gibt kein Zurück mehr. Der Mega-Abenteuer-Club zieht nicht zurück, sondern nach vorn. Sieh mal. Kristalle. Dann geht es in diese Richtung zur Kristallhöhle. Ich wette, dass es hier jede Menge riesige Spinnen gibt. Cool, darauf freue ich mich schon. Und Fledermäuse und Tausendfüßler und Schlangen und sie schlängelnden Würmern. Ah, sind welche auf mir? Ich glaube, ich fühle sie überall. Keine Sorge, Percy. Ich glaube wirklich nicht, dass wir hier... Ah! Der Drachen ist mein! Nein, dem ist nicht so, mein edler Ritter. Oh. Der grüne Ritter ist bereit zu zeigen, was er kann. Erwischt! Oh! Doch nicht erwischt. Der schwarze Ritter nähert sich hinter einer Rauchwolke. Hussa! Ich hole euch ein, blauer Ritter. Hä? Abgehängt. Drache, er steht! Ja, die Rauchwolke über den Drachen. Ich muss die vier irgendwie loswerden. Hey! Wow, das wirst du nicht los! Noch ist der blaue Ritter im Besitz des Drachen. Nein! Erwischt! Hey, wo ist der Drache? Der Drache ist weg! Oh nein, wo steckt er bloß? Puh, er ist nicht weg, er ist auf dem Berg. Wer als erster den Drachen fängt, ist ein edler Ritter. Ich werde der edelste der edlen Ritter sein. Halt, nein! Diese Ehre gebührt allein mir. Wow! Der Drache macht sich selbstständig. Wir müssen uns vor ihm in Sicherheit bringen. Jetzt habe ich die einmalige Chance, den Drachen einzufangen. Ich auch! Elektrolok fährt mit Strom. Aber meine Batterie ist ganz voll. Irgendetwas stimmt nicht. Und was stimmt nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach stehen geblieben. Wie soll ich denn jetzt bitte schön meine Wagen zum Bahnhof von Wickerstown bringen? Wie wär's, wenn ich deine Wagen und dich nach Wickerstown bringe? Aber was ist, wenn du es nicht schaffst, bis zum Sonnenuntergang dort zu sein? Ich bin vielleicht nicht so schnell wie du, aber ich kann trotzdem pünktlich sein. Großes Thomas Ehrenwort. Elektrisch. Danke, Thomas. Halt dich gut fest. Und Abflug. Alles in Ordnung, Thomas? Ein bisschen schwerer, als ich dachte. Alles, was ich brauche, ist mehr Dampf auf dem Kessel. Oh! Rein! Hauptsache, wir sind auf dem Weg! Thomas, wäre es vielleicht möglich, dass wir naja, ein klein wenig schneller fahren? Wir sind nicht allein. Was? Thomas, könntest du bitte eine Schippe drauflegen? Wir zwei müssen nämlich noch nach Hawick, mein Lieber. Und man erwartet uns heute noch. Ja, alles klar. Ich gebe mein Bestes. Ich dachte, Hochgeschwindigkeitslok sollen mit Hochgeschwindigkeit fahren. Fahren wir etwa rückwärts? Ich habe noch nie andere Züge aufgehalten. Thomas, bitte mach Dampf unterm Kessel. Können wir nicht irgendwas gegen den Stau tun? Klar können wir das. Ich habe eine Idee. Ja, wir fahren die andere Strecke. Es ist meine geheime Abkürzung. Danke, Thomas. Viel Glück. Mach's gut, mein Lieber. Verfahr dich nicht. Ja, nicht, dass du dich verfährst. Und das ist auch wirklich eine Abkürzung, Thomas? Keine Sorge. Ich habe dir versprochen, dich bis zum Sonnenuntergang nach Wickerstown zu bringen. Und ich halte, was ich versprochen habe. Na gut, wenn du meinst, dass wir... Halt! Was ist denn? Stimmt was nicht? Naja, die Strecke. Sie ist so hügelig und kurvig. Hochgeschwindigkeitsloks kippen nämlich leicht um, wenn sie zu schnell um die Kurve fahren. Wie gut, dass du heute mit Thomas Tempo fährst. Halt deine Achsen fest und mach dich auf was Lustiges gefasst. Und was Lustiges? Das siehst du schon. Kann es losgehen? Mach einfach. Hui! Sich auch angehört wie Musik. Aber das ist kein Instrument, das wir suchen. Das stimmt. Ja, richtig. Carly, Sandy, habt ihr Gordon gesehen? Ja, er hat vorhin doch diese echt coolen, gewählten Metallplatten hergebracht. Er sollte Musikinstrumente für ein Konzert nach Wickerstown bringen. Ist aber nicht dort angekommen. Vielleicht ist er noch im Postdepot. Da wollte er hin, nachdem er die Metallplatten abgeladen hatte. Los, kommt! Wir helfen euch beim Suchen, denn the show must go on! Der Spruch scheint doch bekannt zu sein. Gordon! Weiß jemand, wo Gordon ist? Hat jemand Gordon gesehen? Weiß jemand, wo Gordon steckt? Was war das für ein Geräusch? Hat sich angehört wie Musik. Ganz genau, das stimmt. Überall, wo wir waren, haben wir Musik gehört. Ja, nur auf der Konzertbühne nicht. Gordon hat nämlich alle Instrumente und er ist verschwunden. Ich bin ihm auf dem Weg hierher auf der Schnellzugbrücke begegnet. Dann fahren wir dorthin? Ja, ich weiß schon, Dave. The show must go on. Woher hast du gewusst, was ich sagen wollte? Nur so ein Gefühl. Wir müssen schneller fahren. Wenn wir Gordon nicht bald finden, können wir das Konzert vergessen. Dann mal los. Auf geht's. Wir hätten Gordon längst begegnen müssen. Noch ist es nicht zu spät. Genau. Ich habe nämlich mein Glücksglöckchen dabei. Und ich hoffe doch mal, dass es uns Glück bringt bei der Suche nach Gordon. Percy, bist du das? Das hat sich angehört wie Gordon. Es ist Gordon. Ich wusste, dass mein Glöckchen Glück bringt. Gordon! Was ist denn los? Ach, der Hebel, mit dem man die Brücke herunterlässt, klemmt. Ja, und das bedeutet, dass ich nicht rüberkomme. Oh. Wenn wir die Instrumente nicht bald zu den Musikern nach Wickerstown bringen, wird das Konzert nicht stattfinden. Klar wird es stattfinden. The show must go on. Carly, kannst du dich in die Brücke einhaken? Na und ob ich das kann. Gut so. Und nun ziehen! Es tut mir leid, die Brücke ist zu schwer. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir gemeinsam ziehen. Und jetzt alle Loks. Ihr habt's geschafft! Das habt ihr richtig gut gemacht! Aber wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss dringend nach Wickerstown, bevor das Konzert beginnt. Wie es aussieht, war es keine totale Katastrophe, das Boot zur Farm zu bringen. Ja, den Kühen gefällt es. Tut uns leid, aber wir müssen das Boot ans Meer bringen. Weißt du noch, auf unserem Weg zur Farm war die Strecke holprig und wir mussten langsamer fahren. Gut aufgepasst, dann fahren wir schnell. Und mit schnell meine ich schneckenmäßig langsam. Rückwärts fahren! Ist überhaupt nicht schlimm, wenn man langsam fährt. Ja, nein. Da platzt einem der Kessel. Die Weiche ist noch auf den langen Umweg eingestellt. Dann müssen wir sie eben verstellen, um auf der Hauptstrecke zu bleiben. Und du meinst, das schaffen wir rückwärts? Und der Baum liegt auch noch auf den Schienen. Ich habe eine Idee. Das hätten wir. Und jetzt die Weiche. Wow, das war der totale Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir wieder in der Spur. Rückwärtstag! Ja! Noch rechtzeitig zur Sonnenuntergangskreuzfahrt. Und wo sind jetzt bitte die Kühe? Raus mit euch! Wir fahren euch nach Hause! Mit euch. Endstation. Zu Hause ist es am schönsten. Ihr habt das also wieder in Ordnung gebracht. Schlecht gemacht. Damit meine ich natürlich gut gemacht. Wir haben ja Rückwärtstag. Vielleicht ist es doch möglich, gleichzeitig zu spielen und zu arbeiten. Hm? Ich bin froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber ich bin auch froh, dass der Rückwärtstag vorbei ist. Ich bin platt. Ach, das bin ich auch. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Percy. Rückwärts. Wir sind einem Regenbogen gefolgt. Ja, und immer wenn wir näher kamen, ist er weggelaufen. Moment, war der Regenbogen vielleicht rot, orange und gelb und grün, blau, dunkelblau und violett? Sah er so aus? Ja. Hast du ihn gesehen? Na dann seid ihr viel näher dran, als ihr denkt. Da ist er ja wieder. Los, kommt. Sehen wir nach, was wir am Ende des Regenbogens finden. Was ist wohl am Ende des Regenbogens? Vielleicht ein riesengroßer Stapel Pfeifen. Hey, wartet auf mich. Juhu! Jetzt fällt uns nichts mehr auf. Wahnsinn! Der Berg ist mir vorher noch nie aufgefallen. Mir auch nicht. Ich sehe den Regenbogen. Aber nicht, wie man den Berg hochkommt. Die Schienen führen nur um den Berg herum, nicht rauf. Oh, das können wir vergessen. Ohne Schienen, die zum Gipfel führen, erreichen wir den Regenbogen nie. Das ist völlig unmöglich. Was ist völlig unmöglich? Da oben ist ein Regenbogen, den wir fangen wollen. Cool. Das Gleis nach oben führt hinter den Bäumen entlang. Du hast den geheimen Weg gefunden. Was, ehrlich? Ich meine, ja, stimmt. Aber wie sollen wir denn dorthin kommen? Das Gleis ist kaputt. Keine Sorge. Eine Strecke zum Regenbogen kommt sofort. Ihr seid so gut wie erlöst, denn mit Sandy und Carly ist jedes Problem gelöst. Ein Klack, Klack hier. Und Schnapp, Schnapp da. Hier ein Klack, da ein Schnapp. Überall ein Klack, Schnapp. Beeilt euch, der Regenbogen ist gleich verschwunden. Hier klappt ein Schnapp, überall ein Klappschnapp. Hier ist die neue Eisenbahnstrecke von Sandy und Carly. Vielen, vielen Dank, Sandy und Carly. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Also mir nach, Freunde. Volldampf voraus! Ah, da wo der Regenbogen aufhört. Hey! An diesem streng geheimen Platz. Was wird am Ende des Bogens sein? Bestimmt ein Riesenschatz. Weit, gleich werden wir es sehen, wenn wir vor dem Ende des Regenbogens stehen. Das Ende des Regenbogens. Total schön. Wir haben es geschafft. So viel zu meinem Plan. Jetzt werde ich Schwebi nicht bei der Parade steigen lassen können. Schwebi kommt zurück! Er schwebt einfach zu hoch. Schon mein Dampf reicht, um ihn zu bewegen. Einen Moment mal! Und jetzt ist Schwebi noch weiter weg. Das heißt, dass wir den Ballon mit unserem Dampf dahin schieben können, wohin wir wollen. Aber selbst wenn wir bis nach Wickerstown kommen, wir erwischen ihn nicht. Er schwebt zu hoch. Dann müssen wir eben improvisieren. Improvisieren? Ja, du weißt schon. Wir lassen uns etwas einfallen. Gut, einverstanden. Lasst uns improvisieren. Hey, wenn wir Schwebi zum Lookout Mountain schieben, kommen wir vielleicht an ihn ran. Aber wie wollen wir ihn dann wieder bei dir festmachen? Sandy und Carly haben Haken. Ja, ich hole die beiden. Ich beeile mich. Wir treffen uns auf dem Lookout Mountain. Danke, Kana. Na komm, Thomas. Ich kenne die Strecke gut. Ein Dampfwölkchen hier. Und ein Dampfwölkchen da. Mia, sieh mal. Da ist Kana mit Sandy und Carly. Wir sind hier oben. Hallo, ihr da unten! Wir haben es geschafft! Wir geben Schwebi noch einen letzten Schubs. 3, 2, 1... Guten Flug! Los, komm mit! Er fliegt viel höher als erwartet. Keine Sorge. Ich fange ihn ein. Gleich hab ich ihn. Ja! Ja! Sandy! Ja! Absolut mega! kein Wimpel mehr. Kein Wimpel mehr? Aber ohne kann ich meinen Kolbenpop bei der Parade nicht vorführen. Vielleicht haben wir ihn unterwegs verloren. Hm. Wir müssen einfach Percys Postrunde zurückverfolgen. Irgendwo muss er ja sein. Gut, dann begleite ich euch. Und ich sichere uns in der Parade einen guten Platz. Also bis später. Super, dann wollen wir mal. Und wir haben alles kontrolliert. Wir waren überall, wo du lang gefahren bist. Dann muss der Wimpel irgendwo hier sein. Sehen wir uns um und tutet, wenn ihr was Orangenes seht. Hier drüben ist nichts. Na, das ist ja toll. Hier auch nicht. Hast du den Wimpel gefunden, Percy? Entschuldigung. Ich dachte, das hätte ich. Aber dann war es doch nur Nia. Wo kann er bloß sein? Diesel! Warte! Komm zurück! Er fährt so schnell, er hört uns nicht! Wir müssen ihn stoppen! Er hat meinen Wimpel! Hä? Warte! Diesel! Ach so, ihr wollt mit mir spielen? Ihr kriegt mich nicht! Juhu! Oh nein! Er denkt, wir spielen Lockfang! Diesel, warte! Du hast Sauers falsch verstanden! Diesel fährt gleich durch den Tunnel. Wohin ist er abgebogen? Da drüben ist er. Die sind richtig gut. Er ist richtig gut, aber wir sind besser. Halt! Das könnte euch so passen. Ich sag doch, ihr fangt mich nicht. Wir fahren rechts. Immer dem Wimpel nach. Hey, wo wollt ihr denn hin? Der Grundstein des Rätsels ist gelegt. Ich habe ein Geschenk bekommen. Cool. Los, pack es aus. Pack es aus. Pack es aus. Eine Stange? Wofür mag die wohl sein? Vielleicht ist es ein gigantischer Zahnstocher. Oder ein riesiger Rückenkratzer. Von wem die wohl ist? Ein Geschenkanhänger. Für des Rätsels Lösung, die ich suchen werde, findet sich der nächste Hinweis tief unter der Erde. Das heißt, die Stange ist nur ein Teil eines Puzzles. Und das nächste Teil ist unter der Erde versteckt. Aber wo? Seht mal, der Waggon kommt aus dem Bergwerk. Und das Bergwerk liegt ganz tief unter der Erde. Den nächsten Hinweis finden wir dort. Los, kommt! Wir beschleunigen die Sache etwas. Warte auf uns! Ja! Haltet die Augen offen für den nächsten Hinweis. Wer hinterlässt eigentlich die Hinweise? Das ist ein anderes Rätsel. Hm, diese Loks sind wirklich schlau. Sandy, Carly, ist hier vielleicht irgendwo ein Geschenk für mich? Hat es eine große violette Schleife? Ja. Meinst du so eine wie da hinten? Ja, das ist es. Na los, pack es aus! Es ist ein... Getriebe! Ich hab's gewusst! Moment, was ist ein Getriebe? Ein Getriebe ist der Teil des Motors, der dafür sorgt, dass sich etwas dreht. Vielleicht ist es ja für einen Kran. Oder für ein Motorrad. Oder für ein Karussell. Seht mal, da ist der Geschenkanhänger. Vielleicht steht wieder ein Hinweis drauf. Da, wo wo man aus Altem etwas Neues macht, habe ich mir den nächsten Hinweis für euch ausgedacht. Wenn aus etwas Altem etwas Neues wird. Wer auch immer dahinter steckt, er macht es einem nicht leicht. Also ich finde, es macht Spaß, ein Puzzle zusammenzusetzen. Wenn aus etwas Altem etwas Neues wird. Seht mal, auf dem Güterwaggon ist ein Recycling-Symbol drauf. Und auf einem Recyclinghof kann man alte Dinge in neue verwandeln. Ja, ich hab's, wir müssen jetzt einfach zu... Leaves Recyclinghof! Genau das wollte ich auch.